Es ist 2003 an der Grenze von Israel und des Westjordanlandes. Israel will einen Sicherheitszaun bauen und das auf palästinensischem Gebiet. In dem kleinen Ort Budrus begehren die Bewohner auf. Regisseurin Julia Bascha hat den Protest begleitet. Der entstandene Dokumentarfilm ist am 16. September im Kubus Lobeda zu sehen. Er ist Teil des Filmfestivals der Aktion Mensch, das vom 7. bis 16. September in Jena Station macht. Die 10 Filme stellen Menschen vor, die sich für gesellschaftliche Veränderungen einsetzen oder nach ihrem Platz in der Welt suchen. Konsequent überschreibt die Aktion Mensch ihr Festival mit dem Motto Übermut. Im Film Teenage Response sind es 13 Jugendliche, die sich vor eine Kamera wagen und einen Blick in ihre intimsten Gedanken zulassen. Ich will ja aus dem alten Ich sozusagen, in dem ich mehr oder weniger gefangen war oder mich gefangen gefühlt habe, will ich ja rauskommen. Ich will mich ja in bestimmter Hinsicht ändern. Nicht anpassen, aber ändern, um halt mich selbst zufriedener zu fühlen. Die Regisseurin Eleni Ambeljakioto porträtiert 13- bis 21-Jährige. Aber nicht in ihrem Alltag, sondern führt sie an einen individuellen Ort, wo sie über die Welt aus ihrer Sicht sprechen können. Die Welt aus der Sicht von Obdachlosen zu verstehen, das haben Augustin und Jean-Baptiste Legrand im Herbst 2006 versucht. On réclame des toits adaptés pour tous les SDF qui dorment dehors. Die Forderung der Gruppe Die Kinder von Don Quichotte, nach der auch die Doku benannt worden ist, brachten die Kandidaten für die französische Präsidentschaftswahl 2007 in Zugzwang. Alle Filme des Festivals laufen im Saal des Kubus. Nach den Vorführungen können Besucher mit den jeweiligen Filmpartnern über die Inhalte diskutieren. Das detaillierte Filmprogramm gibt es direkt beim Kubus oder online unter www.tipps-board.de.